Yo Leute, was geht? Hier ist euer Freaking Up mit Leuten. Video. Heute zeige ich euch einen neuen Waffen-Prestige Glitch und ja, da fangen wir am besten mal mit dem Glitch an. Also als allererstes, ihr geht in den Klassen-Editor und erstellt euch eine Klasse, wo eure Waffe dabei ist, mit denen ihr auch in den Waffen-Prestige gehen wollt und eure Aufsätze dabei sind, die ihr dann auch behalten wollt. Und dabei ist es noch wichtig, dass ihr euch die Reihenfolge der Aufsätze merkt, weil es dann später noch für den Glitch braucht. Ja, wenn ihr es dann gemacht habt, dann geht ihr auf eigene Spiele, geht dann auf Klassen-Editor und erstellt euch nochmal die gleiche Klasse und auch mit der richtigen Reihenfolge von den Aufsätzen. Also Beispiel, wenn ihr Griff, Schnellfeuer, Großkaliber genommen habt, dann müsst ihr es auch wirklich bei beiden Klassen, Beispiel Griff, auch im ersten Slot haben und Schnellfeuer im zweiten. Ist auf jeden Fall echt wichtig. Ja, wenn dann gleiche Klasse nochmal im eigenen Modus erstellt habt, dann geht ihr da zurück aus dem Klassen-Editor, geht dann auf Menü, geht dann auf Kaserne. Wenn ihr dann bei der Kaserne seid, dann geht ihr auf Mehrspieler. Beim Mehrspieler geht ihr dann auf Prestige-Modus. Beim Prestige-Modus geht ihr dann auf dauerhafte Freischaltung und da geht ihr auf die Waffe, die ihr dann prestigen wollt. In meinem Fall war es die HVK und geht dann einfach in den Prestige und ja, dann habt ihr die Waffe in den Prestige-Modus und habt noch eure Aufsätze behalten. Und ja, das war's mit dem Glitch. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bin raus und ciao.